Herzlich willkommen. Heute wir treffen uns zu einem Interview, das der Volker Möllenhoff mit dem Oleksiy Kowal hier im Digital Art Space führt. Also vielleicht kann man dazu sagen, dass wir hier im Digital Art Space in der Ausstellung sitzen. Der Volker uns zugeschaltet ist. Er sitzt in der Akademie in München und dass natürlich Corona-bedingt wir heute nicht so eng zusammen sind als sonst. Und auch natürlich ohne Publikum, was sehr schade ist, aber wir wollten dieses Gespräch und Interview auf jeden Fall durchführen. Oleksiy Kowal, vielen Dank. Wir haben hier ein Projekt mit der, also hier im Ausstellungsraum mit Bildschirmen von der Firma Ströer. Die Firma unterstützt uns. Es gibt 200 Bildschirme im Innenstadtbereich und von dir wird ein digitales Gemälde 6-mal in der Stunde gezeigt. Statt Werbung gibt es Kunst, so hat es die Evelyn Vogel schön benannt in ihrem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Einige von euch haben es vielleicht schon in der Stadt beobachten können, wenn sie irgendwo unterwegs waren, dass sie schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz gesehen haben. Vielleicht auch zu diesem Punkt wirst du uns noch was erzählen, wie dieses entstanden ist. Ich leite hier dieses Projekt im Digital Art Space, ein Projekt der Landeshauptstadt München. Zu Anfang der Ausstellung wollte ich eigentlich natürlich noch andere Gemälde, Kunstwerke des Künstlers ausstellen. Aber Oleksiy hat mich dann überzeugt, dass das eigentlich die beste Variante wäre. Wir hätten hier eben nur diese 2 Bildschirme von Ströer und auf die wird die volle Aufmerksamkeit gelenkt. Ich finde das jetzt im Nachhinein auch natürlich ein gutes Konzept und sehr gelungen, weil dadurch natürlich dieser Ausstellungsraum erweitert wird und zugleich der öffentliche Raum in diesen Digital Art Space hineinkommt. Und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute dieses Gespräch zu führen. Gut, ja, vielleicht sage ich mal ein paar Worte zu mir und woraus vielleicht auch ersichtlich wird, warum die Verbindung jetzt zu diesem Projekt ganz interessant sein könnte. Ich habe ursprünglich in den 90er Jahren bei einem Bildhauer Malerei studiert in Karlsruhe an der Kunstakademie, in demselben Jahr, als auch in Karlsruhe die Hochschule für Gestaltung eröffnet wurde. Also eigentlich eine Hochzeit der Medienkunst. Und als Homecomputerkind der 80er Jahre habe ich mich eigentlich schon immer für das Digitale interessiert und auch über die Verbindung des Digitalen zur Kunst später. Nach dem Studium war ich künstlerischer Mitarbeiter am ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und hatte dort viel Berührung mit internationaler Medienkunst. Das heißt, von den Vorläufern bis zu zeitgenössischen Positionen habe ich da sehr viel kennengelernt, was natürlich immer so meinen Horizont in alle Richtungen erweitert hat. Seit 2007 bin ich hier in München an der Studienwerkstatt für neue Medien, an der Akademie der Bildenden Künste in München, künstlerischer Mitarbeiter für neue Medien und betreue hier alles aus diesem ganzen großen Kosmos der zunehmenden Digitalisierung, auch oft eben an der Schnittstelle von Theorie und Praxis, was bei den digitalen Medien immer auch so Hand in Hand geht. Genau. Was ich an Oleksiys Arbeiten so interessant finde und was vielleicht so mich an dieses Projekt so an diesem Projekt so fasziniert, ist, dass es auf 2 Ebenen eigentlich eine interessante Verbindung vielleicht sogar bis zu Vorläufern der Medienkunst gibt oder dass man das auf 2 Ebenen betrachten kann, nämlich einmal auf der Ebene, wie diese Werke entstehen, in der Produktion und dann von der Oberfläche, von ihrer Erscheinungsform her. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Frühformen der Medienkunst denkt, oder Vorläufer der Medienkunst denkt, wie sie im vielleicht Fluxus zu finden sind, bei John Cage mit sogenannten Aktionspartituren, man denke an das berühmte Stück 433, dann hat man so eine Art von Anweisung, die letztendlich scheinbar erstmal sehr festgeschrieben ist, die aber doch sehr frei interpretiert werden kann. Oder wenn man denkt an den Lamp-Event von
dem Fluxuskünstler George Brecht, wo es quasi zwei binäre Zustände einfach beschrieben werden, on und off, also wie so eine, ja, könnte man sagen, auch Aktionspartitur, die dann eben auch so einen Freiraum eröffnet. Und beim Olexi finde ich mit dieser Beautiful Formula Language ganz interessant, dass es eigentlich auch eine Art von ja, Sprache da entstanden ist, die auf den ersten Blick natürlich wirkt wie eine Programmiersprache, aber nicht unbedingt von einer Maschine ausgeführt wird, sondern von Menschen. Das heißt, dass in der Beschränkung, wie man sie bei Computerprogrammen vielleicht auch findet, doch auch eine große Freiheit und ein großer Interpretationsspielraum entsteht für wieder was Visuelles. Also das ist so etwas, was mich interessiert, auch wenn man es so im ja, Kontext ja, der Medienkunstgeschichte betrachtet, das Ganze. Genau. Ich weiß nicht, ob das ein überhaupt ein interessanter Einstieg auch für dich ist, Olexi, so eine Betrachtungsweise. Also das war diese eine Ebene, woher, also wie deine Arbeiten entstehen. Und diese andere Ebene ist, wie diese Arbeiten ausgeführt werden. Also, dass sie jegliches Medium sich eigentlich zunutze machen können, ob es Malerei ist, ob es Zeichnung ist oder aus Versatzstücken wie Klebebändern zusammengesetzt wird oder eben auf digitalen Oberflächen entstehen kann. Das heißt, eine Arbeitsweise, die sich vom Medium dann letztendlich emanzipiert. Und ich glaube, es ist ganz interessant, auch darüber zu sprechen, was passiert, wenn man deine Arbeitsweise ja, im digitalen Feld anwendet. Also das ist, glaube ich, ganz spannend. Also was ist das Werk? Ist es die letztendlich diese Partitur oder Notation? Ist es die digitale Datei oder ist es eine Kombination aus allem? Also der spezifische Screen mit dem spezifischen Code oder können die Dinge losgelöst voneinander existieren? Also dieses Feld von Fragen tut sich für mich da auf und ja, vielleicht gibt es da auch eine Einstiegsmöglichkeit für dich, wo du was dazu sagen kannst. Ja, natürlich. Ich vielleicht nur ganz kurz, wie ich vorhin kennengelernt habe, das war eben die Beautiful Formula Language, die Sprache. Ich bin überhaupt kein Programmierer und ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber mit einigen Künstlern aus verschiedenen Sparten visueller Kunst haben wir diese Sprache entwickelt. Und diese Sprache ist einfach ein Werkzeug, ungefähr wie man einen Pinsel oder Spachtel hat. Das hilft bei der Arbeit. Ich interessiere mich für den Ursprung der Malerei. Und wenn man sich fragt, was Malerei ist das Anbringen von Farbe mittels Hand oder irgendein Werkzeug auf eine Fläche. Und man kennt sehr viele Systeme und Farbtheorien. Man kennt auch Möglichkeiten, wie man die Fläche aufteilen kann durch verschiedene Kompositionen. Aber diese Bewegung im Zeit und Raum beim Anbringen von Farben ist etwas, was mich und die Gruppe von Künstlern fasziniert, die mit dieser Beautiful Formula Language oder mit der Sprache von Beautiful Formula sich auseinandersetzen, weil wir gestalten, wir komponieren den Ablauf, das Anbringen von Farben auf der Fläche. Und um deine Frage zu beantworten, es ist nur ein Schritt, es ist nur ein Teil vom Werk. Selbstverständlich im Analogen oder im Digitalen. Und das Gesamt, also die Komposition, es gibt so viele Wege, wie eine Komposition entsteht. Manchmal habe ich eine Vorstellung und schreibe das auf. Manchmal ich male und schreibe es danach auf, weil es mich fasziniert hat, was gerade entstanden ist und ich will das mir merken. Natürlich ist es wie eine Partitur oder wie eine Programmiersprache, aber die ist, wie du auch gesagt hast, die ist dafür da, dass man nicht eine begrenzte Zahl der Möglichkeiten schafft, sondern dass man eine unbegrenzte Zahl der Möglichkeiten schafft, aber einen Zugang und Ausgang während des Malens findet, dass man sich nicht verliert während des Prozesses. Aber ein Werk, es ist das Ganze. Ja, es ist auch Materialität, in dem Fall
digitalen Bildschirm auch digitale Werkzeuge, mit denen die Werke, die während dieses Projekts ausgestellt sind, gestaltet sind oder gemalt sind. So, vielleicht ist das jetzt so eine kurze Antwort auf deine Frage. Ja, das ist ganz, ganz interessant, dass das einerseits ein recht analytischer Ansatz ist. Was ist Malerei? Wie funktioniert beim Malen letztendlich eine Komposition oder wie entsteht ein Bild? Und auf der anderen Seite, trotz quasi dieses Versuches, eine Sprache dafür zu entwickeln und eine Beschreibung zu finden, können die Ergebnisse ja ganz unterschiedlich aussehen. Und trotz dieser Beschränkungen entsteht da ein ganz großer Freiraum auch wieder, der vielleicht größer wäre, als wenn man nur auf sich selbst zurückgeworfen wäre und vor der weißen Leinwand steht, könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne Beschreibungen von Protagonisten der Detroiter Minimal-Techno-Szene der 90er Jahre, die damals relativ günstig elektronische Musikinstrumente oder Sequencer und Drumcomputer kaufen konnten, diese berühmten Roland-Geräte. Und aus der Limitation, die diese Geräte geboten haben, hat sich eine ganz eigene Ästhetik entwickelt. Und insofern glaube ich auch, dass bei dir das ähnlich ist, dass eine Konzentration oder eine vermeintliche Limitation auf einen, ja, die so eine analytische Herangehensweise bietet, dass sich dadurch ein ganz großer Freiraum entwickelt und eigentlich erst klar wird, in welche Richtung sich das alles weiterentwickeln kann. Du hast das ja wahrscheinlich auch Stück für Stück entwickelt. Diese Sprache erweitert sich wahrscheinlich auch ständig und auch der Raum der Möglichkeiten, also welche Medien beziehst du ein, führt ja dazu, dass das wahrscheinlich ein lebendiger Prozess ist, oder? Ja, absolut. Ich meine, auf jeden Fall Ziel von dem Ganzen, dass man sich selbst, dass man expandiert in eigene Entwicklung. Und aber man verliert sich nicht dabei. Ja, es ist dieses Beispiel mit dem Wald, wo man die Pilze sammelt. Und das Pilze sammelt macht Spaß im Wald, wenn man weiß, wo der Ausgang ist aus dem Wald. Also wenn man weiß nicht mehr, wie ich rausfinde, kann ich nicht mehr genießen, Pilzen zu sammeln. Und das ist, was oft passiert, wenn man malt. Es macht Spaß, aber wenn man hat den Ausgang verloren, egal jetzt im analogen oder digitalen Bereich, hat man verloren gegen die Fläche. Und dafür ist diese Sprache und wie du auch erwähnt hast, wir haben sehr viele verschiedene Kompositionen. Und diese Kompositionen kam natürlich ein Ziel, aber der Ablauf ist gleich, aber wir verwirklichen sie manchmal zu dritt, zu fünft oder ich nur alleine mit Tape, mit Acryl, mit Tusche, Öl oder allen zusammen oder jetzt in dem Fall auf eine digitale Fläche. Wir verlieren uns nicht bei Jonglieren mit den ganzen verschiedenen Werkzeugen und Materialitäten, sondern wir versuchen, 2020 zu malen, dass das zeitgenössisch ist, dass man die neue Technik, die neue Materialität anwenden kann. Und parallel natürlich denken wir nicht nur analytisch, sondern auch wesentlich, was eigentlich der Ursprung der Malerei ist. Das heißt, im Grunde, im Wesentlichen, es verändert sich nicht seit Lascaux oder seit Renaissance oder Antike. Wir malen genauso wie damals, nur eben 2020, nur wir verwenden. Nicht mehr auf Leinwand. Doch auch, ja. Aber es ist eine Fläche, ja. Und ich meine, wir starten auch Live-Auftritt oder Performance, nicht weil wir interessiert sind an Live-Auftritt oder Performance, sondern wir wollen, dass das Publikum begreift, dass ein Ablauf, ein Prozess des Malens kann genauso spannend sein wie ein Fußballspiel. Man kennt Regeln von Fußballspielen. Das sind kurz was. 100 Jahre dasselbe, aber man schaut es immer wieder, weil die Art und Weise, wie man spielt, ist das, was ausmacht. So ist es in dem Fall, bitte. Ja, vielleicht nur kurzer Einwurf. Wir hatten ja hier eine Live-Performance. Das war letztes Jahr. Und es waren ziemlich viele Besucher hier und mich hat sehr gefreut. Es war für mich eigentlich wie ein Theaterstück.
Also auch die Konzeption der unterschiedlichen Künstler, die sich eigentlich wie auf einer Bühne befunden haben, nur haben sie halt gemalt, aber vorher ein Konzept entwickelt, wie sie das Ganze dann auf die Fläche bringen. So war das für mich irgendwie eine Darstellung. Natürlich verbunden mit dem malerischen Akt, aber es war, man könnte sich das wie auf einer Bühne vorstellen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, finde ich. Also das Performative von Malerei. Malerei wird ja oft so als ja, fertiges Produkt, als Endprodukt, als statisches Ding, das sich nicht mehr verändert, begriffen. Die Restauratoren passen akribisch drauf auf oder dokumentieren, wie sich Malerei verändert. Also es wird ein eigentlich möglichst statischer Zustand angestrebt. Das Malen selber ist eigentlich zutiefst performativ und da könnte man eigentlich gerade in Bezug auf das Digitale eine schöne Parallelität zum Computercode ziehen, denn Computercode ist auch performativ. Das heißt, es sind nichts anderes als Anweisungen an eine Maschine. Und in eurem Fall sind es vielleicht ja Rahmen, Anweisungen, die ihr performt. Wenn man Kindern zum Beispiel Programmieren heutzutage in der Schule beibringt, dann gibt es eine Methode, die heißt Program Your Neighbor. Programmiere deinen Sitznachbarn. Das heißt, die Kinder müssen Code schreiben wie steh auf, steig auf den Stuhl, dreh dich um 180 Grad, sag, der Lehrer ist doof, setz dich wieder hin. Also nichts anderes ist Programmieren. Also so vermittelt man das als etwas Performatives, wo man sich reindenkt, okay, jemand anders oder eine Maschine wird diesen Code ausführen. Und auch in der digitalen Kunst ist das so reflektiert worden. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Social Fiction Org, glaube ich. Und die haben auch eine Sprache, eine Programmiersprache, könnte man sagen, erfunden. Die heißt .Org. Und es sind sozusagen Anweisungen, wie man die Stadt neu erfahren kann. Das heißt, da gibt es dann Anweisungen wie gehe drei Straßen geradeaus, dann links, dann wieder drei Straßen geradeaus und dann rechts. Und diesen Code kann man in jeder Stadt performen und durch diesen Code erfährt man in einer performativen Weise auch die Stadt wieder ganz neu. Also das ist ganz interessant, diese ja, Reflexion, was ist Code und inwiefern ist er performativ und das spiegelt sich auch in deiner Vorgehensweise ganz schön wider, finde ich. Ja, absolut. Und diese Vorgehensweise erlaubt auch eine Gruppenarbeit. Und diese Gruppenarbeit an einer Fläche, ja, ist für mich deswegen interessant, weil ich lerne daraus, wie andere Künstler, wie du gesagt hast, bei den Performance, wie sie umgehen mit derselben Codes oder Befehlen. Wir akzeptieren diese Befehle, so wie wir akzeptieren, man geht über grün. Und nicht über Rot, aber wenn Bus ist angekommen und ich muss den erwischen, ich renne über Rot, aber manche machen das nicht oder manche machen das quer oder in Zickzacklinien. So ist es in dem Fall auch. So, wie du sagst, diese Sprache, diese visuelle Sprache, die wir entwickelt haben, hat mir geholfen und ich denke auch die Gruppe von den Künstlern, mit denen ich arbeite, etwas smarter, etwas obwohl ich den Wort nicht wirklich mag, kreativer mit dem Prozess umzugehen, nämlich Prozess des Malens, ja. So dass man nicht, wie ich schon sage, stagniert an irgendetwas und man wiederholt sich, weil ich meine, man bringt die Farbe auf die Fläche, man macht es, Naja. Wochen, Monate, Jahre, ja, Jahrzehnte, ja. Es ist eigentlich wie ein Meer mit Wellen, hin und zurück und aber dass man immer Akzentuierungen findet, nämlich einen wahren Rhythmus, in dem man die Akzentuierungen so setzt, dass das immer ein besonderes Ereignis ist, dass diese monotone Wiederholung bricht und man hat immer man sucht immer nach einer brillanten Lösung in dem Moment des Anbringens von Farbe, ist das, wozu wir Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, Entwicklung dieses Konzept oder Sprache arbeiten. Und ich bin nochmal ganz froh, dass jetzt in dem Rahmen von Digital Art Space und von Karin und auch mit Unterstützung von Bayerischen Staatsministerium, von
Kultus und Wissenschaft auch vom Stroh natürlich ich die Möglichkeit hatte, die Oberfläche vom Bildschirm im öffentlichen Raum zu nutzen und auch für mich selber zu erfahren, was bedeutet eigentlich eine digitale Fläche im öffentlichen Raum, wenn das nicht ein bewegtes Bild ist, wo man immer ein Video oder eine Werbung anschaut, die eigentlich aggressiv in den Raum oder auf einem wirkt, fast wie eine Gewalt von Bildern. Ja? Und das andere Interessante bei der Entstehung von Motiven oder Kompositionen war die Voraussetzung von der Zeitaspekt. Wie du sagst, Malerei ist etwas oder ein Gemälde ist etwas, was stabil ist. Und hier, ich habe verstanden, okay, ich habe zwar die Möglichkeit, dass es mehrere hunderte von Bildschirmen werden mein Content zeigen, ich habe die Möglichkeit, dass es immer wieder kommt, aber dieses Content dauert 15 Sekunden. Und Aspekte Zeit, das heißt, ich muss überlegen jetzt nicht nur, wie ich mit der Fläche umgehe, sondern wie gehe ich auch mit 15 Sekunden Zeit um. Und das war eine besondere Herausforderung, was man im analogen Bereich eigentlich nicht hat. Ja. Genau, eigentlich arbeitest du da unter den ja, zeitgenössischen Bedingungen der ja, Medienaufmerksamsökonomie und auch unter den Bedingungen, du hast das Wort Content gesagt und nicht Inhalt. Also die Dinge werden vom Inhalt eher zum Content. Und wir haben ja auch in unserer alltäglichen Computererfahrung auf dem Bildschirm, auf dem Laptop, im Browser haben wir ganz profane Dinge neben vielleicht künstlerischen Dingen. Und das ist ja eine ganz interessante Alltagserfahrung, die eigentlich jeder sammelt. Also, dass ich ja vielleicht Kunst oder künstlerische Dinge oder Dinge, die vielleicht auch eine Versenkung, eine Art von Versenkung vielleicht erfordern würden, befinden neben Dingen, die vielleicht ja profanerer Natur sind. Und das ist vielleicht an der Arbeit auch ganz interessant, wie du das gelöst hast, dass du eben nicht vielleicht animierte Prozesse gewählt hast, also wo sich vielleicht dann ein Entstehen dokumentiert. Also wenn man jetzt Stills zum Beispiel von der ganzen Arbeit sieht, dann denkt man, in echt bewegt sich das bestimmt. Aber es ist eigentlich ganz interessant, dass diese Bilder stehen und auch, dass sie vielleicht für den Laienbetrachter relativ spröde sind und dadurch so eine Art von Aufmerksamkeit auch erwecken, weil sie eben nicht so spektakulär sind wie vielleicht die Werbebilder dazwischen. Richtig, ja. Kann ich ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe einige Besucher hier, die stehen vor dem Bild und sagen immer, wann kommt jetzt da das, wann bewegt sich dieses Bild? Und das fand ich ganz interessant, dass es wirklich, dass du das geschafft hast, dadurch diese Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich fand es wirklich sehr gelungen, dass es, weil es eben auf diesen Bildschirmen im öffentlichen Raum läuft, eben kein Video gezeigt wird, sondern ein digitales Gemälde. Das, glaube ich, war auch für dich vom Konzeptuellen her, oder, der Gedanke jetzt im öffentlichen Raum? Es ist spektakulär. Ich bin nicht einverstanden mit dir. Nein, aber auf eine andere Weise spektakulär. Spektakulär, weil es eben die Leute innehalten lässt auch, ja, weil sich mal nichts bewegt. Also es ist genau die Umkehrung dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Diese Idee, weil du auch gefragt hast mit Schwarz auf Weiß und Weiß auf Schwarz, kam auch daher, dass ich einen gewissen Kontrast schaffen wollte. Ein Kontrast, der sich wirklich auf Wesentliche und auf Äußerste unterscheidet von diese Welle von bewegten Bildern oder Werbung oder Info, was auch immer da kommt. Und es ist mir gelungen, weil ich habe einen sogenannten Feedback jetzt bekommen von verschiedenen Leuten, die sagen, okay, also sie haben sogar diese Bildschirme nicht wahrgenommen, weil oft im Passé oder im Vorbeilaufen, man kriegt so viel, dass man gar nicht das richtig wahrnimmt. Und manche haben die durch diese Werke erstmal wahrgenommen. So, das heißt, der Content oder Inhalt wirkt nicht
in den Raum, sondern das zieht die Aufmerksamkeit an sich. Und das war meine Überlegung und das finde ich auch durch Wiederholung oder durch die Möglichkeiten von digitalen Flächen und auch Menge von diesen Screens, dass die auf einmal in bestimmten Räumen 4, 6 Screens zeigen derselben Content, ist etwas, was mich auch fasziniert hat. Und wie gesagt, das Endergebnis, was ich jetzt, ich habe heute eine Reihe von Fotos bekommen, es freut meine Augen. Ja. Und es ist natürlich jetzt auch toll, dass sich daraus ja noch mehr entwickelt hat, weil du ja in Istanbul, vielleicht kann man das kurz einwerfen, vielleicht kannst du kurz erzählen, dass du in der Stadt Istanbul ja jetzt dieses Projekt fortführen konntest und mit noch mehr Bildschirmen. Genau, die Kuratorin Ezgi Bakçay hat geschafft, dass die Stadt Istanbul ja einfach zugesagt, sie haben ungefähr 10.000 Bildschirme zur Verfügung, verschiedene Größen und ist wirklich ein unglaubliches Zahl. Es gab mehr als 23 verschiedene Motive, also verschiedene Größen von Bildschirmen. Das bedeutet, ich hatte 23 verschiedene Flächen, mit denen ich arbeiten müsste. Ja. Das war eine andere Herausforderung und ab nächste Woche habe ich, also wurde mir auch eine Dokumentation über diese Bildschirme versprochen, so wie sie in Wirklichkeit wirken und ich bin gespannt und ich bin froh, dass das auch vorankommt, vor allem, weil auch bedingt die Situation in Istanbul ist es auch schwierig, dass Besucher zu Ausstellungseröffnungen überhaupt zu Ausstellungen kommen, aber es gibt eine Möglichkeit, dass ein Kunstwerk an die Besucher ganz an die Zuschauer in ganz andere Weise kommt. Und der nächste Schritt ist, dass Stadt Istanbul zusammen mit Projektraum Kars-ı Sanat möchte eine digitale Galerie entwickeln, die eben die Möglichkeit geben wird, in die Zukunft Künstlern auf diesen Bildschirmen ihre Werke zu zeigen und so die an das Publikum zu bringen. Ja. So dass es jetzt expandiert und ich hoffe, das wäre der nächste Schritt und vielleicht auch, was wir besprochen haben, könnte sowas auch in München nächstes Jahr entstehen. Ja, das ist ganz interessant. So dieser Wandel, an dem wir uns befinden, wie eben solche digitalen Oberflächen wie Screens auch ein Ort der Kunst sein können. Da gibt es natürlich schon seit es Screens gibt, Ansätze von Künstlern, sozusagen diese technischen Medien zu nutzen. Aber sozusagen ein Screen im öffentlichen Raum als Ort der Kunst anzuerkennen oder sogar wahrzunehmen, das ist natürlich auch eine Herausforderung an die meisten Rezipienten. Und ich finde ganz interessant von den Motiven her, was du verwendet hast, also dass man diese Zahlen sieht und vielleicht nicht irgendwie ein gängiges Motiv, das man mit digitaler Malerei jetzt verknüpfen würde als Laie, also wo man sofort sieht, okay, da geht es jetzt nicht um Werbung, da geht es um Kunst, sondern dass diese Motive auch so einen ambivalenten Eindruck hinterlassen. So, was könnte das sein? Ist das jetzt vielleicht ein Fehler? Weil vielleicht auch die Art und Weise, wie es gestaltet ist, an die digitalen Werkzeuge erinnert, mit denen es gemacht wurde, die vielleicht auch die meisten so zur Hand haben oder schon erfahren haben. Also sprich, dass man mit der Maus oder mit dem Finger ganz einfach irgendwelche Formen erzeugt. Und das schafft dann nochmal so eine Ambivalenz, wo die Leute vielleicht dann ins Nachdenken kommen oder wo plötzlich so ein Bruch entsteht in dem, was man kennt aus der Wahrnehmung. Vielleicht magst du zu diesen Motiven noch was sagen, das fände ich ganz interessant. Ich habe ein Bildschirm zur Verfügung gehabt, das natürlich sehr klein ist, in einer Größe von einem gängigen Fernseher, was man zu Hause hat. Und ich habe mit dem gearbeitet und aber einige Motive entworfen.
Und ja, ich habe auch, wie du gesagt hast, ich habe auf iPad Pro gearbeitet mit iPencil und oder iPen. Und ich habe eigentlich mit Procreator gearbeitet. Also alles, ich habe mich wirklich fokussiert auf digitale Werkzeuge und habe auch Format angegeben, dass ich wusste, was ich zur Verfügung haben werde. Und ich war interessiert an Weiß und Schwarz, weil ich habe gemerkt, dass aufgrund der Älterung der Bildschirme und aufgrund verschiedener Farbsituationen im Raum ist es sehr schwierig, mit der Farbe was zu machen, wenn man das Endergebnis nicht sieht. Ich meine, Schwarz-Weiß ist auch Farbe, aber wenn man nimmt Rot, Gelb und Blau, ist es schwierig, weil die Wirkung von Rot, Gelb und Blau unter verschiedenen Umständen ist dann so, dass es zu beliebig, zu willkürlich wirken kann. Und naja, ich habe dann einige Kompositionen mit Verhältnisgrößen, ja, so wie 1 ist das kleinste Größe, 8 ist das größte und was dazwischen kommt, ausprobiert. Und dank Sturm Medien München konnte ich also in dem Büro es ausprobieren. Und sie haben Büro so ausgerichtet, dass es gibt eine Originalvideoanlage, die man in der Stadt sieht, aber auch eine kleine, wo man sozusagen das so sieht, wie das dann Betrachter im öffentlichen Raum mit Abstand sehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht. Also die erste Motive, ich habe gemerkt, das geht nicht. Ich habe wirklich verschiedene ausprobiert, um einfach zu sehen, und ich habe gemerkt, okay, dass man ein Bildschirm hat, an dem man wirklich nah rankommt und ein gewisses Qualität hat. Das ist eine Wirkung, aber ein Bildschirm, das soll wirken und sich durchsetzen durch das Ganze, was drumherum ist, nur noch mit der Abstand und noch mit ganz verschiedenen, manchmal auch nicht perfekten oder aggressiven Beleuchtung, das ist ganz was anderes. So, wieder hart gearbeitet und dann bei dem nächsten Mal war ich zufrieden mit dem Verhältnis von Schwarz und Weiß und Weiß und Schwarz, also Verhältnis von Motiven und von Charakteren, Einheiten, die auf diesen Motiven sind, die sowohl die Fläche im Griff hatten, als auch dieser Einzug von Aufmerksamkeit für Auge, an denen ich arbeitete, geschafft haben. So, das wäre vielleicht kurz die Antwort auf deine Frage. Ja, interessant finde ich daran, dass daran auch sichtbar wird, dass diese vermeintlich digitalen Medien letztendlich auch wieder analog sind. Das heißt, das, was wir sehen, sind dann Flüssigkristalle oder irgendwelche tatsächlichen materiellen Bildträger, die dann zum Leuchten kommen und die auch ganz unterschiedliche Qualitäten dann haben, wie du das gerade auch beschrieben hast, und auch quasi eine ganz andere Art von künstlerischer Arbeitsweise wieder erfordern. Und so insgesamt, wenn man den Prozess anschaut, dass man überlegt, du gehst von einem quasi algorithmischen Denken aus, also mit diesen Rahmenregeln, machst etwas Analoges mit dem Stift auf einem digitalen Medium, da entsteht etwas, das wieder auf ein anderes digitales Medium über komplexe Prozesse transformiert wird, also Codierung, Speicherung und so weiter. Und dann letztendlich wieder was Analoges entsteht. Also sagt es auch sehr viel aus über, was ist das Digitale und was ist ein digitaler Prozess. Also da steckt da, finde ich, auch alles drin und Ja, kann absolut. anhand dessen reflektiert werden. Absolut. Ich betrachte auch visuell eigentlich die Oberfläche eines Bildschirms nicht wirklich anderes als Oberfläche vom Holz oder Stoff. Es fasziniert mich, es sieht sehr lecker aus, also, muss man sagen. Und das einzige Erstaunliche, als ich die Einzelausstellung hier hatte, zum ersten Mal, wo ich verschiedene Bildschirme ausprobiert habe, es waren, ich glaube, über 17, Content oder die digitale Malerei, die war auf USB-Sticks. Das war das ist das Einzige, was das für mich erstaunlich war. Ich habe die hier ausgelegt auf dem Tisch und du hast noch Titel und alles für die Preisliste übertragen und dann steckt man die in den Screens und dann läuft es. Ja, also das ist etwas, was man natürlich nicht kennt in analoger Malerei und man versteht, da ist da irgendein Gerät innen drin, der schafft,
dass das dann gezeigt wird, ja. Aber sonst, ich habe auch erlebt, dass die Besucher kamen zu der Ausstellung und haben mit dem Finger die Oberfläche angefasst, weil sie nicht wirklich geglaubt haben, ist das ein Bildschirm, ist das überhaupt ein Screen oder was ist das? Ja, also sieht irgendwie dazwischen aus. Und das, was du meinst, oder was mir wichtig ist oder woran ich wirklich hart arbeite, ist es eben diese, dass das ein Gemälde bleibt. Ja. Ist aus konservatorischer Sicht natürlich auch interessant. Also, was ist das Werk? Ist das Werk die digitale Datei? Ist das Werk die Datei plus Screen? Ist das Werk vielleicht die Anweisung alleine oder alles zusammen? Also, das ist schon irgendwie auch eine neue Qualität, vielleicht, die solche Arbeiten haben im Vergleich zu ganz herkömmlicher Malerei, Öl auf Leinwand. Also, da braucht es immer sozusagen eine riesige Kette von ja, technischen Prozessen, um das Werk sozusagen zu etablieren. Ich kaufe jetzt den Stick und natürlich ist es dann in meiner, sage ich mal, als Eigentümer kann ich machen, was ich möchte, wenn du mir jetzt nicht wirklich vorschreibst, wie ich das zeigen soll. Aber letztendlich ist es ja für dich schon entscheidend, wie läuft es dann? Wie wird dein Kunstwerk gesehen? Wie möchtest du das sehen? Ja, natürlich. Ich meine, natürlich, man erwirbt einen Stick. Aber wie du auch sagst, es gibt gewisse Beschreibungen, das ist für den und den Format oder für einen gewissen Bildschirm. Und das Endergebnis ist, es muss ja auf einer Fläche zu sehen sein. In dem Fall, man konfrontiert mit anderen Sachen als nur Tube oder Pigment oder Binder wie Acryl oder Öl. Ja. Was ich auch parallel weiter im Atelier mache. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich umsteige. Ich führe beides. Ich arbeite, wenn ich kann, 3, 5 Stunden am Tag auf verschiedenen analogen Flächen in meinem Atelier in München. Mich fasziniert eben auch die Möglichkeiten von digitalen Werkzeugen und digitaler Malerei. Das ist ein Bündel vom Prozess, von Entstehen, von Komposition bis zu digitale Oberfläche. Das ist ein Werk an sich, ja. Und natürlich auch USB-Stick oder andere Speicherkarte, die diesen Werk dann am Ende präsentiert, gehört dazu, was man in analoger Malerei nicht hat. Oder auch Licht, ein wichtiger Aspekt. In der analogen Malerei hat man ein Licht im Raum. Auch mit dem Fall, man hat zwei Beleuchtungen im Raum und im Gerät an sich. So, man muss sehen, wie die Farbe funktioniert und Kontraste funktionieren, wenn die Farbe von innen beleuchtet wird. Und auch Materialität, weil selbstverständlich, selbst wenn ein Screen oder ein Bildschirm dasselbe Pixelverhältnis hat, plädiere ich auf bestimmte Modelle oder auf bestimmte Bildschirme, weil sie einfach bessere oder für meine Vorstellungen geeignete Oberfläche haben, wo das Werk dann besser zur Geltung kommt. Liegt dann den Arbeiten eine Art Zertifikat bei, wenn man so eine Arbeit erwirbt, wie diese Arbeit zur Aufführung zu kommen hat? Beispiel, also man hat Arbeiten erworben mit Bildschirm und USB-Stick oder war ein Speicher da. Also das kam zusammen. In anderen Fällen, ich habe diese Arbeit für iPad konzipiert, für bestimmte Modelle oder Verhältnisse und man erwirbt das für diese Modelle von iPad. Also Format ist der erste Ursprung von solchen Rahmen. Und dann natürlich Endgerät auch. Es gibt ja wirklich verschiedene Bildschirme oder Qualitäten. Und wenn das zu stark glänzend oder ist matt, gehe ich auch anderes damit um. Das heißt, für eine matte Oberfläche wähle ich ganz andere Werkzeuge und Motive, als wenn der Bildschirm glänzend ist. Auch wie schwarz rüberkommt, das ist auch ein ganz spezielles Thema, was mich fasziniert und weil schwarz wirkt ganz anderes, zum Beispiel. Ja, sind wahrscheinlich in der digitalen Malerei auch noch viele Aspekte, die du bearbeiten kannst. Also da gibt es auch noch
einen großen kreativen Raum, den du sozusagen ja, noch bereisen kannst. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass du auch Arbeiten schaffen könntest für jeden Bildschirm, also für den Bildschirm von Internetbenutzern. Also wenn du sozusagen in den Bereich Netzkunst gehen würdest oder überlegen würdest, könnte man etwas schaffen, das auf jedem Screen weltweit funktioniert und vielleicht etwas schaffen, das sozusagen als Werk auch beliebig kopiert werden kann, also das sozusagen frei ist. Also das nicht quasi eine Ware wird, sondern das in allen Größen auch funktioniert. Also das wäre das für dich als Maler eine unangenehme Vorstellung, sozusagen das aus der Hand zu geben, wo das Werk zur Aufführung kommt, auf einem Laptop von 2001 vielleicht, mit einem uralten Netscape-Browser und anderswo auf einem High-End-iPad. Also könntest du das als Künstler ertragen oder wäre das ein interessantes Experiment für dich? Ich habe kein Problem mit Verbreitung. Ich freue mich sogar, wenn das. Also meine Ziele sind eher fokussiert an Wesen der Malerei. Und ich meine, man hat eine Fläche und die Fläche ist der Anfang eigentlich. Und man hat Farbe. Und es macht Spaß, die Farbe auf die Fläche zu bringen. Wenn es möglich ist, dass es im alten Browser und auf allen Bildschirmen so rüberkommt, wie ich es das so sehe während des Malens auf meinem iPad oder MacBook oder was auch immer, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Das Endergebnis ist ein wichtiger Aspekt und was ich faszinierend finde bei digitaler Malerei im Vergleich zu Druckgrafiken, dass man sieht tatsächlich, was man macht. Man hat nicht zwischen Prozess oder dieses Zwischenstadium, dass man muss überlegen, wie wird es dann aussehen, sondern ich male jetzt auf eine digitale Fläche und genau das, was ich geschafft habe, sehe ich dann später auf den anderen Bildschirmen. Es kann größer oder kleiner sein, es kann von einem anderen Hersteller sein, aber es ist genau das oder mehr oder weniger das, wie ich es während des Malens erlebt habe. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, weil das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich das jetzt verbreiten kann, aber statt Schwarz entsteht Grau oder wenn es irgendwo abgeschnitten wird oder ausgedehnt wird, was die Verhältnisse, mit denen ich arbeite, einfach ruiniert. Aber natürlich ist es mir klar, dass man geht im digitalen Bereich mit der Verbreitung ganz anderes als im analogen um. Und muss ich ehrlich gestehen, ich habe mich mit dieser Frage nicht so auseinandergesetzt, weil, wie du auch gesagt hast, der Bereich digitale Malerei ist ein Bereich, in dem, glaube ich, mache ich selbst erste Schritte, mehr oder weniger. Deswegen ist es einfach. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wo ich auch hoffe, dass das expandieren wird, sowohl im öffentlichen Raum als auch für Bildschirme im privaten Gebrauch, dass man sozusagen die auch nicht als einfach eine Fläche für Video- oder Fernsehbilder akzeptiert, sondern es ist auch eine Fläche, wo man ein Kunstwerk zeigen kann. Das heißt, die digitale Malerei stellt auch an den Künstler wieder ganz neue Herausforderungen, also nicht nur in der Form der Gestaltung, sondern ja, das Digitale hat ja auch so was seltsam Unkörperliches. Also es ist zwar unmittelbar, also man macht eine Geste und es erscheint etwas irgendwo, aber dennoch ja, sind viel mehr Prozesse und Kontexte involviert als jetzt in einer herkömmlichen Malerei, wo man mit irgendetwas eine Spur auf einer Fläche hinterlässt, analog, also dass sich tatsächlich Atome abbilden, weil im Hintergrund bei digitalen Prozessen läuft halt eine Vielzahl extrem komplexer mathematischer Dinge ab, extrem viele, ja,
auch materielle Prozesse, aber im Bereich von Ladungen und Spannungen. Und das schafft natürlich auch wieder ganz, ganz neue Fragestellungen für den Künstler selber. Also was Originalität angeht, was sozusagen den Ort des Werkes angeht, was ist das Werk und was kann ich akzeptieren als Werk und wo verliere ich die Kontrolle und wie viel Kontrollverlust kann ich akzeptieren? Also ja. Das finde ich ganz interessant. Also, und das ist nur ein kleiner Teil vielleicht von Aspekten. Ne? Absolut. Ich muss sagen, es macht Spaß zu malen, digital. Und das werde ich fortsetzen. Und wie gesagt, ich bin ganz froh, dass wir auch geschafft haben, durch deinen Raum, dass auch diese Frage zu stellen, was ist eigentlich ein Bildschirm im öffentlichen Raum? Ja, und wenn man sieht, diese Bildschirme hier in White Cube-Atmosphäre, wirken sie wirklich ganz anderes als jetzt im Alltag in Einkaufsmeilen oder in Bahnhöfen. Diese Grenze durchzubrechen, unmittelbar durch meine Malerei in erster Linie, ist etwas, was auch richtig Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ich finde es super toll, dass dieses Projekt jetzt stattfindet. Und ich hoffe, dass wir anknüpfen können, dass da noch mehr passiert, eben genau, dass diese im öffentlichen Raum, ich finde es sehr wichtig, eben auch für die Stadt, und dass in dieser Hinsicht da was passiert. Ja, also was halt ganz besonders ist an Olexis Arbeiten, ist halt, dass sie von einem ja quasi algorithmischen Konzept ausgehen. Also dass es nicht irgendwie dass es nicht beliebige Setzungen sind, wie man sie vielleicht bei vielen anderen Künstlern kennt, die ja vielleicht mit einem intuitiven Charakter an die Arbeit rangehen, sondern dass es tatsächlich so eine Art von analytischem, algorithmischen Rahmen gibt. Ja, also wie wird die Fläche unterteilt und mit dieser Sprache, die er entwickelt hat. Also haben wir quasi schon so einen Bezug quasi zum Digitalen, weil das algorithmischen Charakter hat. Dann passiert aber etwas ganz Analoges, und was er tatsächlich macht, ist dann analog in einem Raum mit einem großen Freiraum dieses Konzept zu interpretieren. Das heißt, aus diesen quasi strengen Vorschriften wird dann eigentlich auch so eine Art von Freiheit sichtbar und ein sehr hoher Freiheitsgrad sichtbar. So, wenn das Ganze dann aber in einem digitalen Kontext stattfindet, also sprich auf in einem Malprogramm auf einem iPad, dann haben wir wieder quasi eine Übersetzung in etwas Digitales. Das heißt, da entsteht eine digitale Datei, ein JPEG-Bild, und eigentlich ist ein JPEG-Bild was wahnsinnig Profanes, aber auf der Ebene von Technik auch wieder nicht. Ja? Also es sind viele ganz komplexe algorithmische Prozesse, die es ermöglichen, überhaupt so ein Bild digital zu malen und abzuspeichern. Das heißt, das Bild oder die Arbeit oder ein Teil dieser Arbeit existiert dann in der Maschine, und wir können sie tatsächlich nicht sehen. Also es ist in Form von Ladungen und also quasi binär zerlegt, abgespeichert. Und wenn diese Arbeit sozusagen dann zur Aufführung kommt, dann brauchen wir einen Screen. Und auch da sind wieder viele digitale, komplexe Prozesse nötig, dass auf diesem Screen tatsächlich was leuchtet. Und dieses Leuchten ist wieder analog. Das heißt, es gibt von Klaus Piers einen Text, der heißt, das digitale Bild gibt es nicht. Also das Digitale selber ist ja kein Bild, es sind Ladungen, Spannungen, Ladungszustände auf einer Festplatte vielleicht. Ja? Und erst auf einem Bildträger, wie einem Screen, wird es letztendlich wieder zu etwas, das wir Bild nennen. Also, dass wir mit unserem Auge-Gehirn-Kombination wahrnehmen können. Und das heißt, wir haben da so eine ganze Kette, wo Analoges und Digitales immer wieder ineinander greift. Bei digitalen Bildern, also das sind
Prozesse, die wir beim Analogen nicht haben, sondern wir bewegen uns analog im Raum, sind quasi nur unsere Hände und Pinsel und Farbe und Leinwand im Spiel und keine Abstraktion. Also das Digitale ist immer eine krasse Abstraktion von dem, was analog geschieht und unterscheidet sich da ganz fundamental in der Seinsweise von allem Analogen. Und es geht ganz viel auch verloren, das vergisst man beim Digitalen. Also man denkt immer, dass digitally remastered, das klingt erstmal gut oder digital klingt immer nach etwas, was hohe Qualität verspricht. Aber letztendlich ist die Digitalisierung erstmal ein Verwerfen von Informationen, weil unsere Welt viel, viel reicher und tiefer ist als das Digitale. Das heißt, der digitale Prozess, das Abspeichern eines JPEGs, führt dazu, dass enorm viel Information erstmal wegfällt. Ja? Also das ist auch dieses merkwürdige Gefühl, das man dann als Maler hat an einem iPad, wenn man da digital malt, dass es eine, ja, so eine Art von Verflachung auch ist gegenüber dem, was passiert, wenn man analog malt. Und ja, diese ganzen Prozesse sind neue Phänomene, die der Künstler beim Arbeiten wahrnimmt und in seine Arbeitsweise einbeziehen muss. Und die alle als komplexe Kette Teil dieser neuen Arbeitsweise werden. Ich fand das nämlich sehr spannend zusammengefasst, eben auch in Bezug jetzt auf Oleksis Malerei, jetzt genau irgendwie diese Transformation so darzustellen. Aber allgemein ist vollkommen deine Meinung, dass es auch ein faszinierender Prozess eben, aber andererseits ist es anders als in Analog und diese Verschachtelungen oder Verflechtungen zwischen Analog und Digital ist absolut etwas, was tatsächlich am Ende hier als Endergebnis wirkt, aber man versteht erstmal gar nicht, wie es dazu kommt, weil es ist eben nicht auf diese Fläche direkt gemalt ist. Genau. Und das Analoge von einem Bildschirm, also ein Bildschirm mit oder ein LED-Screen mit vielen kleinen Leuchtdioden, also jeder Bildschirm, auf dem sich dann wieder eine digitale Malerei manifestiert, hat ja auch seinen eigenen Zauber und seine eigenen materiellen Bedingungen, die wieder mehr reinbringen, als eigentlich vielleicht auf dem iPad da war. Also es ist ganz, ganz interessant, was da bei diesen verschiedenen Prozessen passiert und was plötzlich Teil des künstlerischen Prozesses wird. Absolut. Und die dann natürlich, also diese Flächen, die dann natürlich auch eine andere Arbeitsweise erfordern und ein Umdenken im Prozess. Also das Medium prägt nach Marshall McLuhan dann wieder uns zurück. Absolut, es gibt auch solche Voraussetzungen, die man auch nicht unbedingt durch Wesen von Medien oder Flächen hat, sondern von Werbung, Betrieb von der Werbeagentur, wo sie sagen, okay, das sind 15 Sekunden Zeitraum, was du zur Verfügung hast. Und das ist etwas, was du auch vorher, ich meine, Maler, die machen Tee und lassen sich Zeit oder andere Getränke und bis man erste Berührung und die zweite kommt und die Pflege können Tage und Jahre vergehen. Ja, und hier ist es und, 15 du Sekunden. Hast, ja, 15 ja, Sekunden. Echt. Und diese 15 Sekunden sind 5 Sekunden, 10 Sekunden Content und 5 Sekunden Abspann. In dem Abspann habe ich zuerst Name von dem Werk, Beschriftung, alles so aufgelistet und geschrieben und dann haben sie das so angeschaut und haben sie mich angeschaut und haben gesagt, vergiss es, das wird gar nicht ankommen, das geht nicht. Ja. Und jetzt kam diese Idee, dass man einfach beautifulformula.com schreibt und das ist etwas, was man merkt, das ist etwas, was man nachher googeln kann. Das ist etwas, was auch entspricht dem Projekt. Ja, wie du sagst, das sind neue Herausforderungen, absolut. Ja. Andy Warhol war halt etwas zu optimistisch mit seinen 15 Minuten. Wir sind jetzt 2020 bei 15 Sekunden. Mal schauen, wo wir in ein paar Jahren sind. Also vielen Dank an dich. Dann hoffe, wir lernen. Hat mich auch gefreut.